Teufel verdross es über die Maßen, als ein Christengott ihm seine Herrschaft in dem an heidnischen Denkmälern noch heute so reichen Lande streitig machte und sich in Fenne eine Kirche bauen ließ. Da er den Bau nicht hatte verhindern können, wollte er wenigstens die Türe der fertigen Kirche sperren. In der Mitternachtsstunde eilte er zum Pförtnerbruch, wo zahlreiche gewaltige Felsblöcke umherlagen. Den größten von ihnen suchte er sich aus und zog sich kreuzweise mit einer Kette und begann ihn auf dem Rücken nach Fenne zu schleppen. Aber seine Last wurde ihm so schwer, dass er trotz seiner riesigen Stärke manchmal stehen bleiben musste, um zu verschnaufen. Dadurch verspätete er sich, denn gerade als er auf der Höhe ankam, schoss von Osten der erste Strahl der aufgehenden Sonne zu ihm herüber. Da war die Macht des Teufels auf der Oberwelt zu Ende. Wütend fasste er den Felsblock und stieß ihn mit aller Kraft in die Erde, wo er noch jetzt steht. Von dem gewaltigen Stoße aber hat er dort, wo ihn die Kette umspannte, einen Riss bekommen, der noch deutlich zu sehen ist. Auch sieht man den Eindruck von dem Rücken des Teufels, dessen höllische Hitze den Granit geschmolzen hat. Thank you.